Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Die Käsemar. Ich danke dir, dass du wieder an meiner Seite dabei bist und ich hier nicht alleine durch diese Psychiatrie muss. Denn das ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ne? Also das ist hier echt Freakshow. Ich habe im letzten Part, hat da irgendjemand dann gegen die Scheibe geklopft und... Also ich weiß auch nicht, das ist hier irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Also keine Ahnung. Eigentlich möchte ich hier nur raus und dann irgendjemand braucht meine Hilfe. Wahrscheinlich diese Jenny, die von diesem Mann verfolgt wird. Was dieser Mann von Jenny will, weiß ich aber auch nicht. Und ich habe einen Vorschlaghammer jetzt. Und jetzt haue ich die Wand ein hier. Passe auf. Passe auf hier. Ja gut, das... Aufheben. Den gucke ich mir gleich mal an. Ich habe mir im letzten Part auch schon Pfeile aufgeschrieben, hier von dem Find-Me-Zettel. I'm close, Sam. Waiting. Und pass auf, das war... Jetzt wird es aber ganz verrückt. Weißt du auch warum? Woher wissen die, dass ich Sam bin? Woher wissen die, dass ich da überhaupt mir die Mühe mache, ihr zu folgen? Ich meine, das könnte ja auch mein Drogenwahn sein, ne? Was ist denn hier los? Okay. Das kann ich doch kombinieren hier wahrscheinlich mit dem. Na. Ah, ne. Na, hätte ja sein können, weißt du, dass ich die so untereinander kleben kann oder so. Da ist nichts drin. Ja, nee, das habe ich schon. Die hat sich die Mauer... die hat sich die Mauer gemacht, das einzuzetteln. Die Mühe gemacht, das einzumauern. Das ist ja auch verrückt. Ich bin close, Sam. Okay. I am close. Warum liegt hier ein Teddy rum? Das weiß ich immer noch nicht. Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Okay. So, jetzt habe ich natürlich auch wieder... verrückte Welt, ne? Wo soll ich denn jetzt hin? Habe ich meinen coolen Vorschlaghammer noch eigentlich? Ja, gut. Dann brauche ich den vermutlich auch noch für irgendwas. Für irgendwas wird er mir schon nützen. Aber wofür? Ich weiß es nicht. Kann ich hier mal rein, bitte? Hallo? Oh nein! Mein Gott, läuft auf. Das ist die Schmetterlingstür. Das ist die Schmetterlingstür, wo der Schmetterling dran war. Mutter, bist du das? Alter, mit mir redet eine Tasche. Nein, ich bin nicht deine Mutter. Ja, was zur Hölle bist du? Ach du Scheiße. Okay. Was zur Hölle bist du? Ja, das war besser. Oh Mann, jetzt geht die Tür wieder auf. Es gibt hier übrigens auch unterschiedliche Enden dann und so, ne? Also es hängt damit zusammen, wie man wohl spielt. Ja, die Tasche fragt mal wieder, ob, okay. Ja, ich bin deine Mom. Lügner! Jetzt geht die Tür wieder zu, dann bleibt ja nur noch eins übrig. Ich könnte ja mal mit dem Vorschlaghammer draufdreschen, oder? Wie wär's? Das wäre doch eigentlich ganz gut, ne? Dann kann ich da auch vorbei bestimmt. Ja, okay. Oh. Meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber ich mag dich. Alter. Ich wünschte, sie würde mich besuchen. Ich habe sie schon lange, lange nicht mehr gesehen. Ich warte nicht gern. Es ist langweilig, weil ich hier drin nicht so viel zu tun habe. Ich nörgle schon wieder zu viel. Aber ich bin froh, dass ich einen Besucher habe. Ich glaube, ich mag dich wirklich sehr. Na dann, du wirst dein Abenteuer jetzt fortsetzen, oder nicht? Aber wir werden uns wieder begegnen. Das ist ein Versprechen. Ich rede mit einer Handtasche, das ist irgendwie eklig. Wer bist du denn? Dein neuer bester Freund. Was? Oh Gott, oh nein. Ja, das war ein guter Plan. Na, was war das denn? Hast du das gesehen?
Ach, jetzt geht die nicht mehr auf. Okay. Was war das denn? Was war das denn? Was ist denn hier? Was hab ich denn für Halluzination? Ah, weißt du, was das... Ja, ich weiß, du, was das ist. Das ist jetzt die Stelle, wo ich geradeaus, links, links... Aha. Ja, pass auf. So, also ich muss geradeaus... Ich habe es Gott sei Dank aufgeschrieben. Das war nach links. Nein, dann war das falsch, aber ich habe das... geradeaus... Oder muss ich dann gleich nach links? Nein, wahrscheinlich nicht. Na, hier geht's wahrscheinlich los. Oder geht das eine... Das waren ja zwei Zettel. Weißt du, das... Ich weiß ja nicht, welche als erstes genommen werden muss. Ich probiere das jetzt nochmal. Ich habe hier... Pass auf, ich guck mal in mein Inventar. Schau, ich habe diese beiden Zettel. Ich habe diesen Find-Me-Zettel, wo geradeaus, links, links, geradeaus ist. So. Und dann habe ich den rechts, 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 geradeaus, links. Alles klar. Geradeaus. Ich schreibe mir das auch nochmal extra auf. Das ist auch richtig. Okay. Links. Oder muss ich dann links, links... Das ist auch falsch. Also so geht's nicht. Geradeaus. Links. Rein. Nein, das ist auch falsch. Dann probiere ich andersrum. Da ist dann gewesen... Aber da war am Anfang ja rechts, ne? Also geradeaus war... Die erste war ja richtig. Geradeaus. Ich probiere jetzt mal rechts. Rechts. Nee, ist auch falsch. Ha. Mal gucken, was der Hinweis sagt. Du musst die Türen in der richtigen Reihenfolge öffnen. Ja, das vermutete ich schon. Okay, und das, ja, geradeaus. Ach, kann ich da auch? Ach, ich kann auch zurück? Ach, das ist ja mies. Okay. Guck mal, ich kann hier, weiß ich, wohin gehen. Ach du Scheiße. Okay. Alles klar. Also eigentlich ist nichts klar, aber das macht ja nichts. Ich gehe die erste geradeaus. Dann... Aber links ist nicht richtig gewesen, ne? Links. Ich gehe jetzt links. Das ist nicht richtig. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Habe ich wieder irgendwas verpeilt oder so? Geradeaus. Links. Links. Geradeaus. Nee. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, das ist echt... Hä? Pass auf. Und wenn ich hier... Rechts. 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 Geradeaus. Links. Geradeaus. Ja, andersrum. Die Zettel andersrum. Links. Links. Geradeaus. Oh nein, was war denn jetzt falsch? Ah! Ich hätte es mir aufschreiben sollen, oder? Ach, scheiße. Okay, pass auf. Ich nehme jetzt hier nochmal meinen schlauen... Ach, das ist halt immer... Pass auf, ich muss mir jetzt nochmal... Ich muss mal meinen Zettel hier umdrehen. Also, als erstes gehe ich rechts, 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 dann durch die Tür. Dann links... zack,
nach links gehe ich wieder durch die Tür. Dann gehe ich wieder links, links und dann wieder durch die Tür. Ich hoffe, also ich werde sehen. Also ich gehe jetzt, pass auf, das ist ja die erste. Ich gehe jetzt einmal, zweimal, dreimal und durch die Tür. Dann gehe ich nach links und durch die Tür. Okay, dann gehe ich nach links und links und durch die Tür. Bitte, warum ist das... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Weshalb mache ich denn falsch? Aber das war grundsätzlich, war es doch richtig, oder? Pass auf, oder war das doch anders? Pass auf, ich mache mir das jetzt nochmal auf und schreibe mir es nochmal andersrum auf. Ich, weil ich ja bei links da... Warte mal, ich gehe durch die erste Tür, dann gehe ich nach links und nach links, dann gehe ich durch die nächste Tür. Dann gehe ich nach 1, 2, 3 mal rechts durch die Tür und einmal links. So, dann gucke ich mal, was dann passiert. Also, ich gehe durch die erste Tür. Dann gehe ich zweimal links. Eins, zwei. Und gehe dann geradeaus. Nee, und das ist ja schon falsch. Das ist ja dann schon falsch. Das kann es ja nicht sein. Also, nochmal. Ich gehe durch die erste Tür. Dann links, links und dann hier vielleicht erst geradeaus. Nee, das ist falsch. Nein, das muss also in umgekehrter Reihenfolge sein. Also schon so. Da ist da auch nicht so viel, kann da ja nicht falsch sein. So, aber ich gehe einmal, zweimal, dreimal und durch die Tür. Dann einmal und durch die Tür. So, und jetzt habe ich links... Links und geradeaus, oder nicht? Links, links. Und jetzt geht's wieder nicht. Da muss ja in, bei dem letzten Zügen muss irgendwie ein Fehler sein, oder? Hä? Das verwirrt mich. Eins, zwei, drei und durch die Tür. So und durch die Tür. Das ist ja schon richtig, ne? So, und jetzt aber ist die Frage der Fragen. Warum geht's jetzt nicht auf? Also ich bin jetzt rechts, rechts, rechts und durch die Tür. Links und durch die Tür. Und guck, jetzt ist doch hier dann links, links. Und geradeaus. Aber das geht nicht. Oder soll... Ach, guck mal, das ist auch... gar nicht so doof, ne? Guck mal, ich zeig dir das mal. Hier ist auch eine 1 drauf. Das hätte ich mir dann auch denken können, dass das Zettel Nummer 1 ist. Weil hier ist Zettel Nummer 2, ne? Da ist eine 2 drauf. Oder habe ich... Aber ich habe nicht irgendwie was... Da bin ich jetzt. Das habe ich jetzt gelaufen. Aber das funktioniert... Versteh's nicht. Also eins, zwei. Und wenn ich jetzt die nächste nehme, das wird ja nicht richtig sein, weißt? Das ist halt... Okay, aber ich glaube, dieses Türrätsel nehmen wir uns dann das nächste Mal vor und dann gucke ich mal. Also das ist ja merkwürdig hier. Da kommen wir schon durch, hier durch dieses Türenlabyrinth. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!